Wirtschaftspolitik ist für die Freien Wähler natürlich durch, dass wir auch das Wirtschaftsministerium innehaben, ein ganz elementarer Punkt für die Zukunft. Bayern ist ja sehr stark, sagen wir so, fokussiert auch auf den Mittelstand. Der Mittelstand ist das Rückgrat der bayerischen Wirtschaft, zusammen auch mit den innovativen Handwerksbetrieben und auch, sagen wir, mit den Leitindustrien, vor allem der Automobilbranche. Und dahingehend haben wir einen breiten Ansatz gewählt, um alle Branchen auch mitzunehmen in der Entwicklung, ob Innovation, ob Zukunftsvision und dergleichen. Der ländliche Raum ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit. Sie sehen ja, wo ich hier zu Hause bin, wie traumhaft es ist. Und wir haben eine wirklich generelle Aufgabe zu bewerkstelligen, und zwar alle Landesteile in Bayern mitzunehmen in den Entwicklungen. Und dahingehend ist eine unserer wichtigsten Prämissen die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Und darin bin ich ein großer Verfechter, dass auch ländliche Regionen genau diese Innovationsschritte mitmachen, mittragen, auch entwickeln, wie wir sie in den Städten haben. Und hier haben wir viel zu tun, ob es der Breitbandausbau ist, ob es der Mobilfunkausbau ist, ob es die Infrastruktur ist. Dafür setzen wir uns ein und dafür tun wir unser Bestmögliches. Mobilität ist ein elementarer Faktor zur Sicherung der Daseinsvorsorge, vor allem in ländlichen Regionen. Es gibt kein Mobilitätskonzept, das ich über ganz Bayern drüber stülpen kann, das gleichartige Grundlagen innehat. Wir brauchen differenzierte Betrachtungsweise, wir brauchen eine Integration unserer Verkehre. Das ist unser Ansinnen, dass ländliche Regionen, speziell in der Bereich der Mobilität, auch nach vorne kommen und wir dahingehend die Grundlage für die Daseinsvorsorge sichern, hier in unserem schönen Heimatland Bayern. Ja, also die Unterschiede sind gravierend. Der ländliche Raum steht vor ganz anderen Herausforderungen, wie zum Beispiel der urbane Bereich. In den Städten oder im städtischen Umland haben wir natürlich, sagen wir, immer noch deutlichen Zuwachs der Bevölkerung zu verzeichnen. In ländlichen Regionen haben wir eine Stagnation erreicht der Bevölkerung. Und dahingehend haben wir ganz andere Herausforderungen, brauchen wir ganz andere Instrumente. Und wir stehen dafür, eine differenzierte Betrachtungsweise, vor allem im Bereich der Mobilität in Bayern, vor allem auch von Staatsseite her in den Fokus zu schieben, damit wir auch hier ans Ziel kommen und hier eine Verbesserung erreichen. Das ist mein ständiger Begleiter, wenn ich hier wirklich, sagen wir, ein bisschen, sagen wir, die Natur genieße, habe ich immer meine kleine Moni mit dabei. Sie gehört zu meiner Familie. Sie ist immer da, wenn wir sie brauchen, und unser geliebtes Haustier. Ja, ich hoffe natürlich, dass Bayern, sagen wir, nach wie vor, sagen wir, seinen besonderen Eindruck, die Schönheiten behält, dass Bayern überhaupt über die Landesgrenzen hinaus so attraktiv und wirklich auch schön gemacht hat. Ich meine, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier, sagen wir, so wirklich Ökologie mit wirtschaftlicher Entwicklung in einen sehr, sehr guten Einklang bringen. Ich glaube, dann haben wir einen guten Weg vor uns. Ich habe sehr viel Erfahrungen, Erkenntnisse gesammelt von den Menschen, die in ländlichen Regionen leben, und ich möchte so viel, wie es irgendwie nur geht, auch in die bayerische Politik hier mit einfließen lassen, damit wir wirklich immer, sagen wir so, das Ohr am Menschen haben. Das liegt mir wirklich am Herzen, dass wir nicht über die Köpfe hinweg entscheiden, sondern wirklich das auch umsetzen, was die Menschen brauchen, und das Ganze in einem guten Miteinander. Das ist mein absoluter Lieblingsort. Er vermittelt das Gefühl Heimat, Geborgenheit, integriert zu sein in eine, ja, wirklich gute Gemeinschaft, da wo das Miteinander noch eine wirklich gewaltige und gute Rolle spielt. Heimat, Zufriedenheit, Glück und ein gewisses Wohlgefühl. Mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass ich auf der einen Seite gesund bleibe, dass ich nach wie vor, sagen wir, diesen Tatendrang in mir verspüre, um auch was bewegen zu dürfen und können. Und vor allem, dass wir es weiterhin auch schaffen, im politischen Miteinander
über die verschiedenen Fraktionen hinweg immer einen fairen und vor allem zukunftsweisenden Weg zu finden.